gut. Okay, jetzt lange es aber. Der wäre aber auch noch gut, den habe ich im Kunstmuseum Zürich gefunden. Ja, also, ciao Dominik, oder? Ja, also ich muss jetzt sagen, auch wieder mal den Podcast Kolosse von Nico. Ja, das ist der Alberto Giacometti, Saletti Zeme. Ah, nein, das ist der andere. Aber alles vom Kunstmuseum Zürich, das ist wirklich leist. Come to the German Speaking Part of Europe, das ist Rebell TV Ping mit den Snaps für den 30. Oktober 2017. Gestern war Zürich Lies. 4 Tage, über 200 Veranstaltungen in der ganzen Stadt. Lesen, so scheint es, ist das lebendige Zeugnis, sich unterhalten zu lassen. Übrigens auch, dass es nicht mehr gelingt, sozusagen die Expertenkommunikation einzugrenzen. Also wenn wir früher mehr Eindeutigkeit hatten, hieß das ja nicht, dass die Welt eindeutiger war. Das war sie zum Teil, aber nicht so prinzipiell, sondern es gab auch viel weniger Sprecher, die mit Autorität in der Öffentlichkeit etwas sagen konnten. Also es gab früher mehr so Leute wie uns und die anderen haben uns eher zugehört. Jetzt reden alle mit dieser Symmetrisierung in der Gesellschaft, die ja durchaus zum Programm der Aufklärung gehört haben. Sie haben die Individualisierung, also die Autonomisierung des Einzelnen dann auch erwähnt. Das ist ja eigentlich eine prinzipiell gute Sache. Aber jetzt redet sozusagen jeder mit. Was natürlich der Angst des Internets, oder? Die deutschen Kulturphilosophen der 50er Jahre haben sich ja furchtbar darüber aufgeregt, dass es Taschenbücher gibt, wo jeder dieses Wissen aneignen kann. Auf einem Kindergarten haben den Ausverkauf gesehen. Also schreibt jeder. Ich suche doch immer die andere Stelle, aber das ist zu gut. Jeder schreibt mit. Dieses Wissen aneignen kann. Auf einem Kindergarten haben den Ausverkauf gesehen. Also schreibt jeder. Also das ist diese Kulturkritik. Und die verschiedenen Player haben auch noch verschiedene Zeiten. Hier kommt jetzt. Die nennen Rossen Breiten und sagen genau, der und der ist schuld. Und der zieht die Fäden. Dann gibt es aber auch einen Modus von Verschwörungstheorie. Ich stelle ewig Fragen, immer noch Fragen. Man darf doch noch fragen. Und ziehen einfach systematisch auch immer alles in Zweifel. Man kann alles in Zweifel ziehen. Man kann auch Fragen stellen, wie kommt das Handy auf meinen Tisch? Was ist dahinter an komplexen Verschwörungen, dass das wirklich so funktioniert? Ich weiß es nicht. Oder es ist doch eben, wenn es nicht da ist. Das heißt, irgendwann muss man auch die Fragen abstellen können und sagen, ja, wir wissen es nicht, aber wir müssen weiterleben. Wahnsinn, ne? Okay, über die technischen Schwierigkeiten beim Produzieren zu reden, finde ich, gehört zum Programm. Also in dieser Sternstunde ist natürlich viel Material drin. Mal schauen noch einmal. Oh, ich habe also abgebrochen, 16 Minuten ging dieser Schnipsel und ich steige jetzt also hier noch einmal neu ein. Am Ende der Produktion ist mir aufgefallen, wie das alles zusammenspielt. Sich als Lesender präsentieren, das ist wichtig. Und in der Sternstunde die Anmoderation und das erste Framing von Barbara Bleisch sagt... Gell, es ist schon klar, also die Aufforderung zum Selberdenken ist keine Koketterie, sagte Maren Lehmann. Aber was macht jetzt Barbara Bleisch? Denken Sie schon selber oder vertrauen Sie noch? Wäre diese Frage wirklich ernst gemeint, stünde es schlecht um uns und unsere Gesellschaft. Denn wir kommen nicht umhin zu vertrauen, können unmöglich alles selbst herausfinden.
Solches Zeugs könnte ich jetzt tausendmal anschauen, um einfach meinen Schock zu verarbeiten. Also Vertrauen ist gut. Selber denken gefährlich. Lesen ist gut. Selber schreiben, ja, dazu muss man kein Festival machen. Schluss jetzt, hey, über 2000 Downloads für den Clip am Wochenende. Hey, hier draufklicken, dann auf YouTube klicken, dann hier unten auf weiter, wo ist das? Es kommt, das Internet mitten in der Stadt Zürich, sehr, sehr langsam. Mehr Anzeigen, da kommen alle Links. Mache ich bei Snapchat nicht, aber bei YouTube sind die Links drin. Jetzt aber schnell weiter, ich bin noch immer an dieser Tonspur zum Jahrbuch Qualität der Medien Schweiz, wie das Dr. Sieg, Oswald Sieg und Professor Dr. Mark Eisenegger und Dr. Linard Udris vorgestellt haben letzte Woche, genau vor einer Woche. Hui, auch dort zuhören, wie Wissenschaftler am Beobachten sind. Beobachtung der Beobachtung. Hoi, 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 hoi. Panik. Er findet euch neu. Beim nächsten Ton ist es 12:05 Uhr 0 Sekunden.